guckt sie euch an, die Verrückten. Sie kommen hierher und fressen. Nein, Picknick. Picknick! Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, la familia. Hola. Hier sehen Sie die Avocado von Mexiko. Wir haben uns heute einfach mal dazu entschlossen, einen schönen Flecken hier direkt bei uns vor der Haustür zu besuchen, den wir schon seit vielen Jahren nicht mehr besucht haben, obwohl wir tatsächlich dieses schöne Fleckchen Erde vor der Haustür haben. Aber man ist ja nur arbeiten, man ist ja nur in der Schule und man hat nur zu tun, um sein Bestes, seine Zeit zu opfern. Nicht für sich selbst, sondern für die Gesellschaft. Das machen wir heute nicht. Heute nehmen wir uns die Zeit und lassen die Seele baumeln. Begleitet uns! Hi, Macarena. Hi. So, wir sind auf dem letzten Stückchen Weg, bevor wir an den See kommen, der ja am Stadtrand ist. Ein riesengroßer See, auch wieder aus der Eiszeit ein Rest. An den tiefsten Stellen, ich glaube mich zu erinnern, über 60 Meter tief. Dieser See holt sich gerne seine Opfer. Sei es Schwimmer oder Taucher. Also es gibt hier jedes Jahr Todesopfer im See, die ja, durch Leichtsinn ertrinken oder... Oh, nochmal zurück zum See. Der ist sehr schön, sehr tief, sehr kalt, aber auch sehr gefährlich. Hitler hatte in diesem See seine seine Torpedo-Teststation gebaut. Das ist auf einer kleinen Insel, da darf man nicht rauf. Hat seine Gründe, ist in den See hineingebaut, also unter Wasser. Viele Taucher gehen dahin, obwohl es verboten ist, und riskieren damit wirklich ihr Leben, weil das eine ganz gefährliche Stelle ist. Gut, jetzt suchen wir erstmal ein Parkplätzchen und dann sehen wir uns gleich wieder. Sieh für mich. Dieser Wursthund. Na, mal sehen, wenn sie abstürzt und da reinschmettert. Ja. Wir picknicken. Ja. Ist das nicht schön hier? Bisschen windig heute. Die Lille immer dabei. Aber dieser kleine Schisser geht eh nicht ins Wasser. Thank you.
Deshalb filme ich das. Falls du abrutschst, haben wir ja das Highlight des Tages. Na, wer ist zuerst drin? Und Katze, Maus. Das ist gleich ganz schön tief, ne? Es geht doch fetter. Was sagen Sie dazu? Sie schon maximal. Okay, die Schmitz. Die wurde totgeschlagen. Von der Mutter. Das ist krass. Ja. Ich bin es. Die sind total irre, aber ist okay. Hola! Und ihr Urteil, Babybell, kann man, muss man nicht. Gut, denn ausspucken. Der Hund frisst so alles, sollte ein Schwein werden. Also der Hund liebt tatsächlich Käse aller Arten, das ist unglaublich. Man sie noch mal schöner, aber es ist halt wirklich weit weg. Ich zoome mal wieder raus aus dem Bild. Sie geht freiwillig baden, ich werde bekloppt. Mach mal los, Helena. So, jetzt kommt der andere noch. Zum zweiten Mal, zum ersten Mal freiwillig, genau. Ja, jetzt Akrobatik. Ich bin in den Hundewassernapf gelatscht. Ist es nicht schön? Ey. Naja, bitte unfallfrei. Jetzt wird doch einer mutig. Ja.
mit. Ich zeige euch jetzt mal was. Ich meine, wir haben ja knapp 30 Grad. Es ist schön warm in Deutschland. Aber irgendwie hat die Jugend ein Problem. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Lagerfeuer. Dicke Jacken. Ja! Da bin ich. So, wir gehen wieder zurück zum Auto, weil wir jetzt einfach, wie gesagt, nach Hause fahren. War sehr schön hier. Begleitet uns. Ihr wisst, es bleibt spannend bei uns. Hasta la próxima. Thank you.